herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Nachdem ich ja bei meinem letzten Video so streng war mit den Leuten da draußen, habe ich mit meiner Mutter nochmal geredet danach und dabei ist mir etwas bewusst geworden. Ja, seht ihr, ich bin doch noch zu einer Erkenntnis gekommen. Das Ding ist, es liegt nicht daran, dass ich den anderen dann nicht zutraue, es richtig gemacht zu haben, sondern dass ich es anders vorgelebt bekommen habe. Und deswegen dachte ich, ich erzähle euch mal so ein bisschen was über meine Vorbilder. Und ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt des Lebens, wo ihr wahrscheinlich bei über der Hälfte der Leute sagen werdet, kenne ich nicht, ist aber halt so. Und ja, also mein erstes Vorbild, das ich überhaupt hatte und nachdem ich mich bis heute richte, ist meine Oma. Nein, nein, es ist meine Oma. Und zwar aus einem sehr guten Grund. Meine Oma ist von ihrem Wesen her ein optimistischer Mensch und vor allem ist sie jemand, der sehr harmonisch lebt. Und sie ist auch jemand, der unglaublich, sie ist stärker, als man, wenn man es nicht weiß, denken würde. Meine Oma hat schon so viel gemacht, wo ich mir gedacht habe, wow. Ich meine, so richtig der Moment, wo ich mir gedacht habe, Elena, du bist eine echte Memme, war, als meine Oma mir erzählt hat, ja, da habe ich mir halt mal kurz die Hand operieren lassen. Ich habe nur ein bisschen ärztliche Betäubung gehabt und dann habe ich dazu geguckt und ich dachte mir nur so, Oma, ich habe mich voll wegballern lassen, um mir für 4 Weisheitszähne wegziehen zu lassen. Und du erzählst da gerade sowas. Oh, das hat mich damals echt total schockiert. Oder auch so eine Sache, meine Oma, die lässt sich auch nicht unterkriegen. Und ich meine, obwohl sie jetzt schon in ihren 80ern ist, macht sie regelmäßig Sport und ist aktiv und ist kein Witz, wenn ich sage, wenn meine Oma und ich ein Wettrennen machen würden, würde sie noch 50 Meter rennen, wo ich schon keuchend in der Ecke liege. Also deswegen habe ich meine Oma schon als Kind bewundert, weil sie einfach so ein optimistisches Kraftbündel war und es immer noch ist. Ja, ja klar, der Krieg, aber das waren viele, aber nicht alle sind wie Oma, dass sie trotzdem so liebevoll und energievoll sind. Ja, aber es gibt auch Gegenbeispiele, Mami. Ja, Jungs. Ich sag's bloß. Ja, der nächste Mensch, den ich sehr bewundere, ist mein Opa. Mein Opa, der ist zwar sehr still und auch sehr eher jemand, wo man ein ruhiger Mensch von seinem Wesen her. Aber mein Opa, der hat es irgendwie immer vermocht, wenn man einen Tipp gebraucht hat, genau die richtigen Worte zu haben oder immer da zu sein, wenn man ihn braucht. Und ja, und auch wenn er selbst manchmal sich etwas verarscht wahrscheinlich vorgekommen ist, hat er immer die richtigen Entscheidungen für mich getroffen. Ich meine, ich habe Versicherungen, ich glaube, ich bin versichert gegen, ich muss mal niesen, weil mein Opa alle möglichen Versicherungen für mich geplant hatte, damit ich auf mein Leben immer gesichert bin. Und auch so ein Ding ist, als Kind hat mein Opa mir zu meiner Kommunion einen Baustein von der Bank geschenkt, wo ich damals mir gedacht habe, beim Geschenkübergabe, ja, jetzt habe ich irgendein Papier. Und jetzt, Jahre später, wo ich bald 27 werde, ist bei mir der Kinderbonus weg und ich muss ein eigenes Konto, die Kontogebühr zahlen. Und nur durch den Baustein spare ich mir fast 12 Euro pro Jahr. Und 12 Euro sind 12 Euro. Dafür kriegst du immer eine Kugel Eis. Entschuldigt. Kleine Inflationswitz. wenn es nicht so bald echt true werden könnte, wäre es echt lustig, ne? Ja. Ja, entschuldige. Ja, die nächste Person, die ich immer bewundert habe, und zwar ist mal jetzt jemanden, den man kennen könnte, war nämlich, naja, blöd, wenn man den Namen nicht mehr weiß, ne?
Ja, gut. Sage ich, dass ich immer alles weiß, aber ich habe mir immer einen Spruch von dieser Person zu Herzen genommen. Und ich habe mein Lebensmotto: Sei du die Veränderung für die Welt, die du dir für die Welt wünschst. Mahatma Gandhi. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Es könnte auch Mark Twain sein. Ja, Gandhi. Ja, klar, Gandhi klingt immer so weise, aber Mark Twain war eben auch voll weise, ne? Und ich habe das schon öfters auch mal, ich weiß nicht, ich am Ende des Tages. Ich lese es nach. Mama findet es für mich kurz raus. Ja, auf jeden Fall, ich finde es immer wichtig, dass man, wenn man eine Weisheit fürs Leben schafft, darf man auch bewundert werden. Ja, noch jemanden, den ich bewundere, den man kennen könnte, ist Thomas de Maizière. Der hat mir die schönste Wortkreation meines Lebens geschenkt, weil ich diese Kombination aus Worten noch nie zusammengehört habe. Und ich bin jemand, ich mag schöne Satzbildungen und ich mag es, wenn man die deutsche Sprache in einem wunderbaren Kontext verwendet. Und er hat damals nur mal gesagt, Teile meiner Aussage könnten die Bevölkerung verunsichern. Und andere fanden das total grauenhaft. Ich war totaler Fan von diesem Satz. Und ja. Auf jeden Fall bewundere ich ihn dafür alleine, dass er mal nicht irgendwie drüber nachgedacht hat, alles perfekt so zu formulieren, dass am Ende alle ohne Bedenken rausgehen, sondern dass er einfach mal gesagt hat, was er in dem Moment gedacht hat. Und ich finde, das ist auch eine bewundernswerte Eigenschaft. Noch jemanden, den ich für bewundernswert halte, wo jetzt wahrscheinlich viele sagen werden, nein, nein, ist nicht so, ist Angela Merkel. Ich finde nun mal es bewundernswert, dass wir in einem Land leben, in dem alles so gut läuft, wo so viele Sachen wirklich gut sind, mehr als gut, und das alles nur, weil sie eben uns da immer schon durch die größten Krisen durchmanövriert hat. Und ja, viele werden sagen, sie hat Sachen ausgesessen, aber ist es nicht eigentlich manchmal besser zu warten und zu gucken, was passiert, als immer gleich zu reagieren und vor allem zu überreagieren? Ich frage bloß. Ja, jetzt kommen wir mal zu den zwei wichtigsten und prägsamsten Vorbildern meines Lebens, nämlich der eine ist mein Papa. Mein Vater, mein Papi, ich finde immer Vater klingt so distanziert, ich weiß auch nicht. Also mein Papa, mein Daddy, mein Don Corleone, mein Don, mein Didgeridoo. Mein Pupin. Entschuldigt, ich habe meinem Vater so viele Namen im Laufe der Zeit gegeben. Ich hätte jetzt gar nicht mehr aufhören können. Ja, und mein Vater, den bewundere ich einfach und finde ihn so toll dafür, dass er, ja, dass er mein Vater ist, dass er sozusagen einen Bärenteil daran geleistet hat, daran, dass ich der Mensch bin, der ich bin. Dass er immer für mich einen Schutzraum geschaffen hat, der mir es ermöglicht, in einer Welt zu leben, die für mich noch nicht so einfach zum Beleben ist, weil es nun mal echt kompliziert ist. Der mir immer das Gefühl gibt, egal was ist, er ist da und er immer zu mir gestanden ist, egal wie verrückt ich war oder welche Sachen ich gemacht habe. Ich habe eine Geschichte. Wie heißt denn die Kirche, wo Vater mich hochgeschleppt hat? San Ah. Romeo. Meine Großeltern waren in einer Kirche beten auf dem Berg San Tromerio. Die Kirche heißt San Achso, Romeo. naja, irgendwo auf einem Berg ist eine Kirche, die heißt San Tromerio. Und man sagt, wenn man dort für ein Kind betet, dann bekommt man ein Kind auch. Und da sind meine Großeltern hochgepilgert und haben dafür gebetet, dass meine Eltern mich bekommen. Tja, das haben sie bis heute bereut. Nein, Scherz. Oh nein, das ist ein Scherz. Meine Großeltern lieben mich genauso sehr wie ich sie. Ja. Und dort auf diesem Berg wollten meine Eltern dann wieder hochgehen, wenn sie dann auch ein Kind haben, nämlich mit dem Kind, um nochmal zu beten. Und der Berg ist ewig steil, ewig hoch und da ist man nicht einfach im Laufen. Und Fakt ist, mein Vater hat nicht nur einen Rucksack getragen, nein, er hat mich auch den ganzen Berg hochgetragen. Und ich war damals schon ein kleines bisschen größer. Also ich bin ja nicht als Baby zu ihm gekommen, sondern ich war schon 2,5 und ich glaube, da war ich schon. Wie alt war ich denn da? Drei. Da war ich 3 Jahre alt, also so 30 Kilo habe ich da schon gewogen, oder? Nein. 12? 25. 25, na komm, 30, 25, das ist auch wie gesprungen, Kate wie geschmissen. Ach, gut.
Ja, das ist trotzdem, wenn es ein steiler Berg ist, 25, fühlt sich da auch. Irgendwie 50 Ja. Gramm Kartoffelsack. Ja, vor allem, wenn ich dann wahrscheinlich nur den halben Weg pentern und wirklich wie ein Kartoffelsack an ihm hing. Ich meine, ihr kennt es ja schon, wenn ich den Leo mit seinen fast 3 Kilo Treppen hochtrage, da denke ich mir immer schon, puh. Oder die 9 Kilo Getränkeflaschen. Und unsere Treppen sind jetzt nicht mal so steil, ne? Ja, und mein Vater hat mich da bis ganz nach oben hochgetragen. Und das ohne Murren, ohne alles. Und er hat mich auch wieder runtergetragen. Also keine Sorge, er hat mich nicht da oben vergessen. Wobei ich da habe ich eine lustige Geschichte am Rande, wo sich die Familie Riedmeier bis heute drüber streitet. Also da gibt es dreierlei Ansichten, was passiert ist. Also ich erinnere mich, dass ich als kleines Mädchen. Wisst ihr was? Nein. Die Geschichte erzähle ich euch beim nächsten Video, weil das passt da viel besser dazu. Und ja, mein Vater ist sozusagen für mich ein Vorbild, weil obwohl er selbst sich teilweise hundselend gefühlt hat, konnte er Dinge stemmen, die irgendwie für mich total übermenschlich waren. Ich meine, mein Vater ist mal mit fast 41 Grad Fieber zum Skiort gefahren, weil meine Mutter und ich dort Urlaub gemacht haben, um uns abzuholen. Und das Besondere daran ist jetzt nicht nur, dass er mit fast 40 Grad Fieber dahergefahren gekommen ist. Nein, ich habe ihm, als ich dort, also er hat uns hingefahren. Nee, meine Großeltern haben uns hingefahren. Aber beim Verabschieden habe ich zu meinem Papa gesagt, ich habe total Lust auf eine Schokolade. Und mein Vater hat sich über 2 Wochen gemerkt, dass seine Tochter Lust auf eine Schokolade hat. Dann ist er mit fast 40 Grad Fieber, wirklich fast 40, fast 41 Grad waren es sogar am Ende, hat er nicht nur uns abgeholt und ist wirklich 1A gefahren. Nein, mein Vater hat auch noch für seine Tochter einen kleinen Beutel gehabt mit 3 verschiedenen Schokoladensorten. Also allein dafür muss ich sagen, dass er, obwohl es ihm elend ging, an sowas gedacht hat, das ist bemerkenswert. Ja, und jetzt kommen wir zu meiner alleinstehenden, naja, eins muss ich sagen, was mich noch stolz macht. Also das ist jetzt, bevor ich zum letzten Punkt komme. Oft wird mir gesagt, Elena, du wirkst ja immer mehr wie dein Vater auf dem Äußerlichen. Obwohl ich dann immer den Witz mache, nein, ich habe noch keinen Bart. Aber es ist wirklich so, dass ich meinem Vater sehr ähnel und es ist nichts, wofür irgendwie man sich schämen sollte, sondern ich bin stolz darauf, dass ich meinem Vater immer ähnlicher werde, weil das heißt einfach nur, dass ich ein toller Mensch werde. Schade, dass mein Papa das nicht zu Gesicht kriegt. Kann ich mich ja vorführen. Ja, aber dann hätte er nie die Geduld dafür. Du weißt doch, Papa ist bescheiden. Das wäre ihm eher unangenehm, dass das jetzt alle wissen, dass ich ihn so toll finde. Ja, aber tja, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist jetzt natürlich wirklich ein bisschen unangenehm. Und ich schätze, dass ich nachher gleich einen fetten, nassen Schmatz auf der Stirn habe. Aber dann kriege ich ein Küsschen aufs Nüsschen. Ja, aber mein allergrößtes Vorbild von allen, die es so gibt, ist meine Mom. Und das klingt jetzt zwar total banal und wenn ich es mal so genau überlege, ist es irgendwie. Aber wenn ich alle die Sachen, die ich an den anderen Leuten so toll finde, mal zusammenkloppe zu einem schönen geköppelten Flickenteppich und dann noch viele Sachen dazufüge, dann habe ich meine Mom. Kampftiere. Ja, sie ist ein Kampftiger. Weil, was ich an meiner Mutter immer so toll fand, war, sie hat nie einen Kampf, ist sie aus dem Weg gegangen, wenn es um mich ging. Und sie hat auch Dinge getan, die für sie schwer waren, nur damit ich es schön habe. Und auch heute noch ist es so, dass meine Mutter meistens die Sachen, die ihr am meisten leid tun, sind die Sachen, wenn sie irgendwie etwas nicht schafft, was es, selbst wenn es Kleinigkeiten sind wie vergiss das Kandippo-Eis nicht. Ich hab's vergessen. Ja, das ist so,
bisschen Insider, entschuldigt. Vor ein paar Wochen habe ich mir Calippo-Eis gekauft für die Gefriertruhe, damit ich Eis habe, wenn ich so im Sommer es mir arg so komisch wird. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe: Mama, könntest du mir bitte eins mit hochbringen aus dem Eisfach? Und dann saß ich in meinem Zimmer voller freudiger Erwartung aufs Calippo-Eis. Und dann kam Mutter endlich auch hoch. Und dann hatte sie kein Calippo-Eis dabei. Auch mit das im Fell war. Weiß, dass man Fehler sein darf, aber ich wollte es erwähnt haben. Ja, aber an und für sich ist das, was ich so an meiner Mutter am meisten mag, dass sie für mich irgendwie, ja, meine Mutter ist meine Welt. Das klingt zwar voll komisch, aber es ist eben so. Meine Mom ist irgendwie, ja, ich habe sie lieb und sie passt auf mich auf. Sie ist immer da, wenn ich sie brauche. Sie macht die besten Spinudis der Welt, Spaghettis der Welt und Nudis an sich. Nudeln. Entschuldige, das kommt nicht gesagt, zu kriegt auch eine Erklärung. Sie ist immer liebevoll, sie ist wie meine Oma, dass sie harmoniebedürftig ist, aber sie kann auch streiten wie ein Stier. Also wenn meine Mom etwas nicht passt, dann geht die Deckung. Das ist nicht schön. Sie unterstützt mich und zwar selbst wenn also es klingt jetzt so voll nach einer blöden Geschichte, aber manchmal koche ich zu viel zum Abendessen. Also einfach, weil die Portion sonst nicht anders einschätzbar ist. Und meine Mutter, selbst wenn sie es selbst nicht lecker findet oder selbst wenn es nichts ist, was ihrem Geschmack so entspricht, dann isst sie mir immer meine Restchen weg. Und das ist einfach etwas, wofür ich sie unglaublich schätze, weil oft ist es so, da ist eine Fliege. Also eine Mini-Fliege, aber die ist direkt neben mir gewesen. Jetzt ehrlich, Mami. Ja, Kopf auf Stock, das sucht bloß nicht. Siehst du, das ist noch so was, wofür ich dich liebe. Dass ich wegen einer Mini-Fliege, einer Fruchtfliege, total den Anfall kriege und meine Mutter nur sagt, dann drück auf Stopp und wir gehen und suchen sie. Wie viele Leute machen sowas für andere? Und ja, an und für sich gibt es so viele Sachen, die ich an meiner Mutter toll finde. Und ich habe mir immer vorgenommen, und das ist auch so ein Grund, weswegen ich als Kind immer belächelt worden bin. Ich habe immer gesagt, Hausfrau und Mutter ist genug Beruf und Arbeit, ein Job, weil ich habe immer gesehen, was meine Mutter alles leistet. Und bei Gott, und diesen Satz sage ich jetzt direkt an meine ehemaligen Lehrer: Keiner von euch da draußen hat jemals nur halb so viel geleistet wie meine Mutter. Aha. Und es gab immer nur eine einzige Sache. Ich bin ja auch so pazifistisch wie, also wirklich so, das ist so richtig. Also ich werde seltenst wütend wegen etwas, wenn es um Kleinigkeiten geht. Aber eine Sache, die mich schon immer, auch schon als Kind furchtbar aufgeregt hat, war, wenn irgendjemand etwas über meine Mutter gesagt hat oder gegen meine Mutter. Und ich bin ja wirklich furchtbar schlecht in mich durchsetzen, aber ich habe einmal in meinem Leben einen Therapeuten angeschrien, weil er vor meinen Augen gemeint hat, meine Mutter sei dafür verantwortlich, dass bei mir was nicht stimmt. Und den habe ich rund gemacht. Und das Schlimme ist, ich bin bis heute sauer auf den. Also, ja, und so an und für sich kann ich sagen, mal abgesehen von ein paar Leuten in meiner Vorbildsliste, sind die Leute, die für mich Vorbilder sind, auch Leute, die mir nahestehen und für die ich auch alles tun würde, wenn es hart auf hart käme. Und ja, ich glaube, das Wichtige daran ist das Wichtige dabei, nämlich Vorbilder müssen nicht immer Prominente sein, müssen nicht immer Großes leisten, sondern Vorbilder sind für mich die Leute, die das leisten, was für dich das Leben besser macht. Und das kann ich über alle die ich bewundere, sagen. Ja, das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Bis bald. Tschüss.